Ihr seid ja hier auch mitten in einer ganz normalen Münsteraner Nachbarschaft und habt ja auch leider ein paar Probleme mit dieser. Willst du die Problematik mal erklären? Ja, die Problematik ist eigentlich, sage ich mal, vom, wie man sie bezeichnet, eigentlich gar keine Problematik, weil wir keine Probleme machen. Und das haben wir bestätigt vom Ordnungsamt, von Nachbarn und von eigenen Lärmschutztests, die wir gemacht haben. Also bei den Vorstellungen haben wir gemessen, wie laut ist das draußen. Und das ist nicht zu laut. Also da gibt es festgelegte Pegel und wir sind weit, weit drunter. Also jede Dreiergruppe Menschen, die auf Schillerstraße sprechen, vorbeigehen, sind lauter, wie wir draußen sind, wenn wir die Vorstellung machen. Das heißt, es hat im Prinzip mit wir machen Probleme nichts zu tun, sondern es ist im Prinzip, sage ich mal, blöderweise ein persönlicher Feldzug, der von einer Nachbarin losgetreten wurde, die, ich weiß nicht, ob der ist wahrscheinlich langweilig oder sie mag mich nicht oder mag uns oder das neue Team irgendwie nicht und hat dann angefangen, irgendwie wirklich Sachen zu erfinden, die aber definitiv nicht stimmen, wo wir scheinbar Partys hier gemacht haben, wo gar keine Veranstaltung war. Und letzte Aktion, die sie versucht hat, war dann, dass sie, man muss sich das mal vorstellen, hat sie ihrem Vermieter gedroht, entweder er kündigt uns oder sie mindert ihre Miete. Mhm. Worauf der Vermieter in Panik verfallen ist und gesagt, okay, dann kündigt er uns. Ne? Und das hat er getan zum Juni 2015? Das hat er getan, da es ein gewerbliches Mietverhältnis ist und wir schon, wie gesagt, seit 30 Jahren drin sind, haben wir zum Glück eine relativ lange Kündigungsfrist, aber er hat das fristgerecht und das fristgerecht gekündigt zum 31. Juli 2015. Und jetzt ist aber das Besondere, dass ihr zwei Vermieter habt, also der Wintergarten und der Theatersaal an sich, die direkt nebeneinander sind, haben einen anderen Vermieter als das Foyer, in dem wir jetzt sitzen, und eure Büroräume. Genau. Also, sage ich mal, unter Anführungszeichen ist der Bühnenboden bricht nicht komplett zusammen, so wenn es jetzt alles so bleibt, wie es ist. Also, das ist hoffentlich das letzte Wort noch nicht gesprochen zu der ganzen Aktion. Aber sollte es so bleiben, wie es ist, würde praktisch das sehr wunderbare, gemütliche Foyer und unsere Büroräume wegfallen. Der eigentliche Theatersaal mit dem Backstage und der Wintergarten würde erhalten bleiben. Also, man kann Theater spielen, kann man noch, aber. Da unsere Gesamtgrundfläche schon nicht besonders groß ist, würden wir fast 40% unserer Grundfläche verlieren. Und das ist schon schlimm. Habt ihr denn mittlerweile einen Plan B? Ja, momentan ist unser Plan B so, dass wir Unterschriften sammeln und Unterstützung bei Zuschauern und Leuten und Münzeranern irgendwie suchen, die praktisch eine Art Petition unterschreiben, dass sie sich dafür einsetzen, der Bühnenboden in der jetzigen Form erhalten bleibt. Und wir warten auf ein Schreiben von der Stadt Münster, die Wichtigkeit des Bühnenbodens für die Stadt Münster irgendwie nochmal zum Ausdruck bringt und nochmal schwarz auf weiß die Bestätigung vom Ordnungsamt, dass das Ordnungsamt gegen uns nichts vorliegen hat, dass sich über uns noch nie jemand beschwert, dass das Ordnungsamt den Eintritt einschreiten müssen oder sowas. Und mit diesem Ganzen zusammen wollen wir nochmal zum Vermieter gehen und ihn darum bitten, möge doch nochmal seine Kündigung sich überlegen, weil es doch ist ja kein Privatinteresse von Konrad Haller hier, was er macht, sondern es ist wirklich ein Ort, der inzwischen in Münster etabliert ist, wo Heimstätte viele Künstler sind. Das ist ja durchaus ein gewisses öffentliches Interesse an diesem Raum und ob er sich das nicht nochmal überlegen könnte und die Kündigung rückgängig machen kann. Das ist momentan unser Plan, ihn nochmal irgendwie zum Nachdenken zu bringen. Mit der Unterschriftenliste und inzwischen sind wir fast bei 1000 Unterschriften von Münsteranern, die sich dafür einsetzen. Das ist ja hauptsächlich rekrutiert aus unseren Zuschauergästen hier, die sagen, nee, ich will, dass der Bühnenboden erhalten bleibt. Ne? Und vielleicht macht er dabei einen zu kurz Klick und sagt, ja, stimmt, da muss ich vielleicht mit meiner anderen Vermieterin mal sprechen, sie soll sich ein bisschen bedeckter halten.